Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und mit einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Weiter geht's mit der Quest Ehre den Gefallenen. Rede mit dem Utaru-Pilgerin, rede mit dem Osram-Pilger, gehe zur Spitze des Sonnensteigs. So, und schauen wir doch mal, wo wir jetzt dahin müssen. Das ist alles, glaube ich, schauen wir mal auf die Karte, ziemlich auseinander. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin und dann arbeiten wir uns nach oben zu diesem Punkt. Okay, 155 Meter. Müssten wir eigentlich gleich da sein. Ah, hier war das doch mit dem... komischen... Na, genau, mit dem Vieh da hinten. Ich bin mehr als bereit für dich. Für den Pirscher. Ich hasse die Viecher. Wenn die mal stehen bleiben würden. Können wir unsere Rechte rufen? Dass er vielleicht ein bisschen mit angreift. Ich weiß nicht, ob wir da einfach so durchkommen. Ah, der kommt nicht her. Komm, wir rennen jetzt einfach mal durch. Vielleicht schaffen wir es ja. Oh. Guck mal, dass hier keine Krokodile sind. Krokodiles. Schnappmäuler drin sind. Komm hier, zieh durch. Kommt ihr jetzt hier nicht rüber oder was? Blöder Ast am Wasser. Oh, geschafft. Okay, erstmal erreicht. Hä? Rehe? Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Kein Problem. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt, mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband. Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Okay, die war, kommt mir vor, als wenn er irgendwie ein bisschen eine Batterie hätte. So, nächster 202 Meter, das markieren wir uns doch gleich. Aber warte mal, wir könnten eigentlich erst die Metallblume da mal finden. Liegt eigentlich eh schon auf dem Weg. Schauen wir mal, ob wir die Metallblume finden. Müsste eigentlich hier irgendwo sein, oder? Müsste eigentlich ganz in der Nähe sein.
So groß ist das Gebiet eigentlich gar nicht. Eigentlich müsste man das leicht finden. Ich weiß gar nicht, ob wir die mit dem Fokus aufspüren können. Das brauche ich vielleicht. Vielleicht noch. Ja, die muss ja irgendwo sein hier in dem Gebiet. Aber wo? Wo könnte die denn sein? Ja, okay, dann lassen wir das jetzt mal, weil ich habe jetzt keinen Bock, hier ewig lang zu suchen. Das kann ich dann offline mal machen. Oder offscreen, wenn ich jetzt nicht aufnehme. Dann gehen wir noch dahin. Versteckte Wege hier, Wahnsinn. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Stirb, du Vieh! Stirb! Alles klar. Gut, aus der Stadt weg zu sein. So, da haben wir noch eins. Was haben wir hier drinnen? Schauen wir mal. Metallscherben wieder. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. So. Kimmy. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Kein Problem. So, rede mit dem Osram-Pilgerst. Weißt du was? Da porten wir jetzt gleich mal hin. Genau, da reisen wir jetzt mal hin und können wir uns den Weg sparen. Sind wir auf jeden Fall schneller, wie als wenn wir da zu Fuß gehen würden. Ja.
Irans Soldaten hätten jeden aufgeschlitzt, der sich ihnen in den Weg. Und speichern doch gleich mal. Alles klar, weiter geht's. Was für eine Zeitverschwendung. Die Vorführung letzte Woche war viel besser. Echt, ab und zu muss ich wirklich stehen bleiben in dem Game und mir einfach nur die Aussicht anschauen. Weil es einfach hammermäßig aussieht. Richtig nice. Nice. Es war für den verrückten Sonnenkönig. Hört aber jetzt uns. Das ist ein Denkmal. Kein privater Schrein. Brageld. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände am Stein und am Metall, das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tu, was ich kann. Immer wenn ich näher rangehe. Okay, rede mit dem Sonnenpriester. Schauen wir mal, ob wir den überzeugen können. Es war für den verrückten Sonnenkönig. Hört aber jetzt. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Ein Sonnenkönig ist falsch. Ich dachte, Avards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Avard nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Dein Tempel ist verdorben? Du nennst den Tempel korrupt, aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Ich will nicht mehr streiten.
Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Oh, was machen wir denn hier jetzt? Der Wandel geschieht bereits. Du bist feige. Du hast hier keine Autorität. Mach mal, du hast hier keine Autorität. Du glaubst nicht an den Thron, die Priester, die Armee oder die Stadt. Dann hast du hier wohl keine Autorität. Ich habe die Autorität der Sonne. Dann muss sie dir helfen. Niemand sonst wird's tun. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Und es macht dich weg hier. Die Garde hat aus dem Sonnenreich das gemacht, was... So, dann reden wir nochmal mit dem Pilger. Ach, der ist ja reingerannt schon. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassten, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. So, wieder eine Quest abgeschlossen, oder? Nee, kehre zum traurigen Naman zurück. Okay. Dann schauen wir gleich dort mal den Port hin. Ist ein bisschen... Müsste ich fast... gehen wir mal hier hin. Speicher nochmal, weil ich bin ein Speicher-Junkie. Lieber einmal zu viel wie zu wenig. Also ab und zu ist es richtig blöd gemacht hier mit dem. Ah, hier hoch, okay. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Alles klar, Nebenquest abgeschlossen. So, was machen wir jetzt? Machen wir eine Hauptquest weiter? Schauen wir mal, was uns jetzt die Quests hier alles zu bieten haben. Schöpfers Ende, die Sonne soll sinken. Wir haben so viele Aufträge auch noch offen. Eieiei. Verdorbene Zone, okay, das ist Stufe 32, da brauchen wir noch nicht hingehen.
Schöpfers Ende. Können wir das mal machen? Stufe 14 und dann machen wir mit Stufe 18 weiter. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal da weiter. Da kann man schon wieder gar nicht hoch. Müssen wir von hier aus da hochlaufen. Hier sollte sich Nassan einfinden. Okay, ist ziemlich weiter hoch. Also, Leute, ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg da hoch. Und dann würde ich sagen, machen wir halt in der nächsten Folge dann mit der Quest weiter. Da braucht ihr das jetzt nicht anschauen. Genau, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben. Oder auch einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.